Da habe ich mein dickes Brett ausgesucht, das ich heute bohre, in 10 Minuten die Personalentwicklung durchzuarbeiten. Vielleicht zu meiner Person: Ich bin selbstständig seit 1993, habe selbst Unternehmen aufgebaut, bin als Interimsmanager in andere Unternehmen und ich habe Personalentwicklung begleitet und durchgeführt. Implizit würde ich mal sagen. Ich habe es nie explizit gelernt, habe das aber jetzt nachgeholt durch meine Ausbildung zum Außen-Weiterbildungspädagogen und zum Berufspädagogen. Aber letztendlich, wenn man, ich war immer im Vertrieb tätig, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, ist automatisch immer Entwicklung im Spiel. Ich gehe mal in diesem Vortrag ein. Was ist denn überhaupt Personalentwicklung? Weil ich habe in den letzten 3 Jahren, wo ich mich mit Pädagogik und Lernen beschäftigt habe und auch Weiterentwicklung von Menschen in Unternehmen, bemerkt, dass es keine eindeutige Definition gibt. Es gibt eine wissenschaftliche Definition von Personalentwicklung, aber Personalentwicklung ist so individuell, weil sie ja immer aus dem Unternehmen entsteht. Und da möchte ich kurz darauf eingehen. Die erste Folie ist mal so als Standortbestimmung. Was sind die 3 Säulen der Personalentwicklung? Da bin ich jetzt eher in der wissenschaftlichen Definition. Auch da gibt es Differenzen, speziell bei der Organisationsentwicklung, die oftmals abgekoppelt wird von der Bildung und von der Förderung von Mitarbeitern in ihrem Entwicklungsprozess. Und Fakt ist, Personalentwicklung ist aus der wissenschaftlichen Perspektive ein interdisziplinäres, komplexes Konstrukt. Also es ist nicht so einfach zu erfassen und auch nicht so einfach zu definieren. Es ist aber definitiv so, dass eine Personalstrategie eigentlich aus der Unternehmensstrategie entsteht, über die Personalstrategie dann in eine Personalentwicklungsstrategie übergeht und dann in die PE-Maßnahmen oder Personalentwicklungsmaßnahmen und die Umsetzung geht. Und ich habe mich sehr intensiv mit der Rolle von Personalentwicklern beschäftigt und da gibt es verschiedene Interpretationen und verschiedene Ausprägungen. Und da komme ich dann später drauf. Zu dem Thema, wie die Ableitung aus der Unternehmensstrategie in eine Personalentwicklungsstrategie stattfindet, gehe ich in der nächsten Folie ein, nämlich es ist immer eine ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens. Was will das Unternehmen erreichen? Welche strategischen Personalentwicklungen sind geplant und sind angestrebt? Und dazu muss ich erstmal auf der normativen Ebene im Unternehmen eine Basis schaffen, also Bilder und Werte schaffen. Das ist sehr unterschiedlich. Wir können auf der einen Seite ein Startup betrachten, wo eigentlich nur erstmal Erfolg zu haben, etwas aufzubauen, gemeinsam etwas zu schaffen und auf der anderen Seite das totale Extremkonzern, wo Tausende von Mitarbeitern aus verschiedensten Kulturkreisen miteinander arbeiten. Deswegen kann man jetzt so eine komplexe Struktur nicht über jedes Unternehmen stülpen und es ist zwar vielleicht fachlich zusammengefasst ein schönes Bild, was ist Personalentwicklung und wie funktioniert Personalentwicklung. Also der Weg geht über das ganzheitliche Betrachten der Firma, über die normative Strategie in eine strategische Personalentwicklung und dann geht es ins Operative über. Und das teilt sich dann auf in Bildung, Förderung, Arbeitsgestaltung, Wissensmanagement und so weiter. Also die verschiedenen Säulen. Und die müssen dann wieder verzahnt werden mit den Funktionsbereichen im Unternehmen und mit der externen Umwelt. So. Was strebt man an?
erstmal Sachkompetenz, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und dann in die Handlungsdimensionen erkennen, werten und können. Ich möchte einfach mal auf die nächste Folie gehen, weil da würde ich mich gerne länger aufhalten. Es gibt vier Phasen in der Personalentwicklung und ich habe da lange gesucht, um das auch mal darstellen zu können und habe eine Dissertation von der Sina Fekeler gelesen und die hat es ganz toll zusammengefasst. Also diese Grafik habe ich da raus übernommen und das beschreibt wunderbar, wie unterschiedlich Personalentwicklung in Unternehmen gelebt wird und verstanden wird. Und auch die Rollen von den Personalentwicklern sich unterschiedlich gestalten. Nämlich, gehen wir mal in die erste Phase, nämlich die Pionierphase. Das ist typischerweise das Startup, das kleine Unternehmen. Da ist das Verständnis eher Bildung. Also wir wollen unsere Mitarbeiter auf einen Sachstand bringen, wo sie sozusagen für ihre Position, also die Anspruchsgruppen, ihr Feld beherrschen. Gut, das Ziel ist immer fokussiert auf Qualifikationsdefizite. Also man geht vom Negativen aus. Also was hindert mich daran, Geschäft zu machen oder meine fachliche Position, meine Funktion im Unternehmen wahrzunehmen. Und diese Qualifikationsdefizite werden vom Personalentwickler dann abgestellt. In der Regel verkommt in der Phase der Personalentwickler eigentlich zum Verwalter der Schulungen und der Trainings, die dann für die einzelnen Mitarbeiter rausgesucht werden. Und der Mensch, also das Menschenbild, ist eher der Träger des Defizits in dem Falle. Also die fehlende Kenntnis zu meiner Fachlichkeit, zu meinen Kompetenzen, wird als Bedarf erkannt, Personalentwicklung zu bestreiten. Also ich würde sagen, das ist die Basis, wo man anfängt. In der Differenzierungsphase geht es dann schon einen Schritt weiter. Da versucht man dann aus individuellen Fördermaßnahmen eine Systematisierung und Rationalisierung herzustellen, weil der Einzelaufwand pro Mitarbeiter ist dann oftmals zu hoch und dann zu unstrukturiert. Dann sind da Trainings gebucht worden, die eigentlich nicht dem Firmenzweck entsprechen und so weiter und so weiter. Da fängt ein rationaler Prozess an. Also da wird eher geplant, designt, Bildungsprogramme aufgesetzt, und der Personalentwickler ist eher Erfüllungsgehilfe bzw. interner Dienstleister. Die Rollen vom Personalentwickler, die sind so vielfältig und so unterschiedlich. Da gibt es ein paar Typen, kann ich nachher nochmal drauf eingehen. In der nächsten Stufe, in der Integrationsphase, wird schon eher weg von der Rationalisierung hin zu einem Prozess, wo Räume geschaffen werden, Lernräume für selbstgesteuertes Lernen, wo Förderangebote geschaffen werden, wo der Personalentwickler sozusagen die Voraussetzung zum Lernen schon mal schaffen kann und als hauptamtlicher PE-Experte im Gegensatz zu den vorherigen Stufen, wo nebenberufliche Personalentwickler oder eher die Unternehmensleitung aktiv ist, da wird dann schon explizit der Personalexperte gebraucht. Die größte Gefahr ist eigentlich die Schnittstelle zwischen der Fachabteilung und der Personalentwicklung. Weil wo wird denn der Bedarf erstmal erkannt? Der wird in der Abteilung erkannt und in der Regel sagt der Vertriebsleiter oder der technische Leiter oder Supportleiter, ich kenne ja meine Leute, ich weiß ja, was der braucht. Allerdings berücksichtigt er nur seinen Plan und der Personalentwickler
würde an dem Punkt Integrationsphase eigentlich schon ein übergeordnetes Ziel verfolgen. Und unabhängig von diesem expliziten Bedarf auf der Stelle würde er anders rangehen, nämlich in der Integrationsphase kümmert er sich eher um die um das Darstellen der Learning Journey innerhalb einer Unternehmensentwicklung. Und in der letzten Phase, in der Assoziationsphase, findet das Lernen voll integriert im Prozess der Arbeit statt. Es werden Personalentwickler verändert seine Rolle innerhalb des Unternehmens und ist viel näher an der Organisationsentwicklung, weil die Organisationsentwicklung die Funktion definiert, die der Mitarbeiter im Unternehmen ausfüllt, und die Kompetenzen zu der Funktion werden dann explizit schon mal, bevor die Personalentwicklung beginnt, definiert. Da ist er eher der proaktive Gestalter und vor allen Dingen der Blick ist nicht nach rückwärts gerichtet, also Lernen aus der Erfahrung, sodass man sozusagen das Defizit aufarbeitet, sondern eher der Blick nach vorne in eine Veränderung, in eine Welt, die sich verändert, in eine Situation, die in Zukunft auf das Unternehmen zukommt und Kompetenzen vielleicht benötigt, die heute noch gar nicht bekannt sind. Also nicht nur, dass man es nicht weiß, sondern man weiß gar nicht, was man nicht weiß. Und man muss proaktiv Wissen generieren und Fähigkeiten generieren, sich auf neue Bedingungen einstellen zu können. Gut. In dem Falle ist ein sehr stark humanistisches Menschenbild im Vordergrund. Also im Grunde genommen weg von Defizit hin zu einem Bild, wo man sagt, wie können wir unsere Mitarbeiter so befähigen, dass sie Einfluss auf das Unternehmen nehmen, dass sie auch externe, also Lieferanten, Kunden, in ihr Denken mit einbeziehen und das dann in ihrem Kompetenzbereich zu ihrer Entwicklung nutzen. Ich wollte nochmal auf die Rollen von den Personalentwicklern eingehen. Da gibt es ein paar Buzzwords, wie zum Beispiel der Hofnarr. Der Personalentwickler ist oft der Hofnarr, weil er einfach etwas aussprechen darf, was sonst im Unternehmen niemand ansprechen darf. Nämlich Feedback innerhalb der Abteilung, den Blick von außen und dann kommentieren, wo vielleicht ein Ansatz ist, neue Wege zu gehen. Das andere ist der Wanderprediger. Der Wanderprediger könnte zum Beispiel sein, in einer Situation, wo Change Management gefordert ist und Leute aus ihrer Komfortzone geholt werden müssen und von neuen Wegen überzeugt werden müssen. Die hauptsächliche Rolle, die ein Personalentwickler einnehmen sollte im Unternehmen, ist sicherlich der Berater, das ist die Schlüsselrolle. Und jetzt kriege ich schon meine Zeit angezeigt, dann werde ich zum Ende kommen. Zur letzten Folie noch. Personalentwicklung, wie gesagt, es ist ein dickes Brett. Es gibt viele Dimensionen, die man betrachten muss, wenn man ein Personalentwicklungsprojekt beginnt. Und ich habe mich da sehr intensiv damit auseinandergesetzt, vor allen Dingen, wie kann man einem Personalentwickler, der momentan keine Lobby im Unternehmen hat und genau die Dinge, die er sieht, nicht umsetzen kann, sondern er ist eigentlich nur Unterstützungshelfer des Managements oder der Fachabteilung, wie kann der zum Designer, zum Kreativposten innerhalb der Firma werden? Und da habe ich Wege entwickelt und da freue ich mich, wenn ich dem einen oder anderen Antworten geben kann, wenn da Fragen sein sollten. Dann habe ich mal wieder kräftig überzogen und
bin am Ende. Harald, vielen herzlichen Dank, dass du mich nicht ignoriert hast. Du kriegst hier Beifall. Das ist auch so komplex, das Thema. Das kann man tatsächlich schwerst in 10 Minuten abarbeiten. Wenn es eine kurze Frage gibt, dann gleich die Hände hoch. Ansonsten würden wir zum nächsten Thema rübergehen. Organisatorisch sehe ich jetzt keine Hände hoch. Und Harald, wir sehen uns nachher noch in der Expertenrunde. Ich habe mir ein paar Sachen notiert, die kann ich nachher in der Expertenrunde kritischerweise auch nochmal mit reinnehmen, die du gerade eben in dem komplexen System der Prozesse und des Wissenstransfers sehr gut mitgegeben hast. Also mich hat es sehr gefreut. Kurze Frage auch von der Runde für die Runde. Deine Präsentationsunterlagen, würden wir die dann auch im Nachgang noch bekommen? Ja. Super, weil dann kann man sich das Thema vielleicht mit dir zusammen nochmal im Nachgang auch näher erschließen. Dankeschön und an dieser Stelle.